Das sieht schon ganz gut aus. So. Stadion geht weiter. Gucken wir mal. Parkplätze haben wir auf jeden Fall genug. Die A40 und die A42. Ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ne? Kenne ich. Hier hinten ist wahrscheinlich wieder übel Stau, ne? Ja, gut. Bekanntes Problem. Bekanntes Problem. Kennen wir. So, wir müssen uns erstmal um den Stadionbereich kümmern. Hotels, die brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Geschäfte, ne? Vielleicht noch ein paar Seitenstraßen bauen, ein paar mehr Geschäfte drumherum, ne? Ach ja. So, haben wir da schon ein weiteres Spiel gespielt? Nee, noch nicht. Müssen wir mal gucken, ne? NRW Stauland, auf jeden Fall, ja. Das ist so. So, also Müll kann abgeholt werden. Die Umgehungsstraße wird jetzt ausschließlich von Zulieferern genutzt, ne? Und der Bus müsste eigentlich auch gleich fahren hier. Ist das der Bus? Müssen wir mal gucken, dass hier auch mal ein Bus ankommt, ne? Mal irgendwann, vielleicht. So, wir haben eine Zuganbindung. Wir haben jede Menge Leute hier. Oha, warte mal. Wir müssten, glaube ich, die Busse ein bisschen aufstocken. Um das ein bisschen besser zu gestalten, ne? ÖPNV. Statue des Wohlstandes wollen die hin? Ah, da wollen die hin. Zu einem schönen Platz hier. Hier könnten wir noch mal ein bisschen grün machen. Wobei, das machen wir zum Schluss. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Busse hier. Bus 5 braucht mehr. Mehr Power. So. Linie 5. Ja, wir brauchen mehr Busse. Fahrzeuganzahl 39. Lol. Und es ist immer noch zu wenig. Erzähl nicht. Wahnsinn. Wie viele Busse brauchen sie? Ja. Stehen im Stau die Busse. Meinst du? Nee, ich glaube nicht. Darüber führen die nämlich nicht. Das geht, glaube ich, nicht. Wir müssen noch mehr Busse einsetzen. Ach du Scheiße. 180. 180%. Wir müssen gleich mal warten, bis gleich mal ein Bus kommt. Da gucken wir uns den Spaß nämlich mal an. Und die Zufahrten werden hier auch genutzt. Ne? Autos können hier reinfahren, aber die können hier nicht wieder rausfahren. Und die Leute stehen halt überall hier. Ne? Wir sollten hier vielleicht noch ein bisschen was bauen. Warte. Ein paar mehr Einnahmen haben. Was brauchen die denn? Die Hotels hier in der Gegend. Ach guck mal, da sind gar keine Einkaufsmöglichkeiten. Das ist natürlich schlecht. Superstore. Einkaufsmöglichkeiten. Und vielleicht noch ein paar Bürogebäude. So. Dass es ein bisschen voller wird hier, ne? So ein bisschen zumindest. Aber es besiedelt sich sehr schnell hier, ne? Guck mal. Einkaufen bis zum Umfallen. Mhm. Das finde ich gut. Und hier könnten wir vielleicht... Ah, wir gucken mal, wir gucken mal. Müssen wir mal schauen. Das haben wir auch hier. Das haben wir hier. Das ist das nächste Spiel. Steht das immer, wenn das nächste Spiel ist? Guck mal, da kriegen wir immer ein bisschen Geld dazu, ne? Das ist natürlich auch sehr lukrativ, ne? Die Stadionpreise sind in Ordnung. Machen wir mal ein bisschen Grün drumherum. Bisschen mehr Natur. Ui. Nee, warte. Pinselgröße ein bisschen kleiner, ne? Natur immer wichtig. Gerade drumherum und so. Performance natürlich RIP, aber ist mir relativ egal.
Da müssen wir später nochmal gucken. Also ein bisschen grüner gestalten hier. Natur, was meinen die damit? Tolle Aussichten, Küste, Wälder. Aber auch noch mehr, ne? Das ist echt ein bisschen wenig. Das ist echt ein bisschen wenig. Ah, guck mal, da fahren Busse. Aber ich glaube, die Busse reichen nicht aus, ne? Aber wie viele Menschenmassen hier rumrennen. Guck das mal an hier. Guck mal, hier auf den Einkaufspassagen. Das ist der pure Wahnsinn hier. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwann mal in den Griff hier. Ich denke aber nicht, ne? Aber natürlich auch viele Pendler, die ja wahrscheinlich arbeiten, ne? Weil, wenn du mal guckst, wie viele Leute hier arbeiten in den Gebieten. 116 Leute. Ach du Heiland. Fahren die Busse denn jetzt hier? Ja. Aber ich glaube, es ist immer noch zu wenig mit den Bussen, ne? Der müsste jetzt hier rumfahren. Ne, ist ein anderer. Das müsste, glaube ich, Linie 5 sein. Linie 5. Buslinie 4. Ach du Heiland, was ist denn da los? 107, da müssen wir auch nochmal ein paar einsetzen. Okay. Ohne T trifft's besser. Was? Bitte? Machen die Energie. Die Energie sagt, wir brauchen mehr Energie, ne? Vielleicht sollten wir hier ein Solarkraftwerk bauen. Oder wir machen mal hier so eine Wasseraufbereitungsanlage. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Verschmutzung 0. Ach, sie wollen kein Abwasser. Mhm. Können wir das ersetzen? So, das heißt, wenn ich jetzt die abreiße, reicht das noch aus? Abwasser. Warte mal. Nein. Dauert ein bisschen, ne? Wir brauchen noch ein zweites davon. Dann sollte das, glaube ich, reichen, ne? Oder auch nicht. Oder dürfen die nicht nebeneinander gebaut werden? Ah, jetzt geht's, okay. Nee, passt, okay. Wobei, das würde ich mal umsetzen. So. Das heißt, das Wasser wird hier gereinigt, oder? Wird das dann auf Dauer wieder besser? Ein dickes Atomkraftwerk. Nee, nee, ein Atomkraftwerk wollen wir hier nicht haben, Leute. Ich würde hier so ein Solarkraftwerk bauen. Warte mal. Ein paar Bäume, so eine kleine Allee. Das ist ein Park. Ach Mann, ich vergesse immer das Ding jetzt auszumachen. Das Tool. Das Energie-Tool. Muss ich auch nochmal machen. So, wir brauchen natürlich ein bisschen Strom. Ein Ölkraftwerk. Nee, wir machen hier so ein Solargebiet. So, mehr Power, Leute. Wie sieht es mit dem Abwasser aus? Wird das gut gereinigt hier? Das sieht schon mal ganz gut aus. Aber da hinten sieht natürlich nicht gut aus, ne? Ja, dann ist das Vorbild nicht die Grünen. Ja, ist mir egal. So, haben wir jetzt genug Power wieder? Ah, guck mal, Strom haben wir auf jeden Fall genug. Wir könnten aber noch, warte mal,
schwimmender Müllsammler. Ah, verringert die Wasserverschmutzung. Okay. Eins. Zwei. Drei. Oh, die kostet ein bisschen Geld, ne? Versuchen wir mal. Ob das soweit funktioniert, ne? Wo wir das Wasser mal reinigen können. Wenn nicht, dann müssen wir es einmal hier rumpacken. Weil, guck mal, hier ist es schon ordentlich verschmutzt, ne? Was ist das denn hier? Was ist das denn? Was ist das denn hier immer? Sind das so... Ach, guck mal hier, Leute. Ist ja wieder Normandie. Nein, ich weiß schon, Tom. Alles gut. Das wird... Die reinigen das Wasser jetzt hier, ne? Bunker? Aus dem Zweiten Weltkrieg, ne? Würde ich auch sagen. Jo. Sieht auf jeden Fall so aus, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Haben wir schon ein zweites Spiel gehabt? Nee, noch nicht. So, das haben wir schon mal fertig. Und Sebastian, Dankeschön für 5. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Jo, Dankeschön. Recyclingzentrum. Mehr Abfall recyceln, sodass weniger Müll entsteht. Das können wir auch noch hinbauen. Recyclingcenter macht natürlich Lärm, aber ist ja eigentlich egal. Weil hier ist sowieso nichts. So, Recyclingcenter noch gebaut. Solarenergie. Danke für die Bits, Tom. Dankeschön. So. Danke, danke. Da fahren die Busse. Ach, guck mal hier, das geht mittlerweile. Guck mal. Ja, mehr oder weniger. Mal kurz warten. Und ich jetzt vielleicht ja schöne grüne Busse hier. Da fahren die auch nochmal lang. Sehr gut. Das sind immer noch zu viele Leute hier, ne? Wie viele Busse brauchen wir denn hier noch? Ey, das ist ja der pure Wahnsinn. Linienübersicht. Übersicht. 128, das passt. Gut. Bei der anderen Linie hier, Linie 5 war das, ne? Das ist die hier. Da warten wir natürlich an den Endhaltestellen. Die viele. Wobei, guck mal, es pendelt sich gerade ein. Das ist fast in Ordnung. Wir könnten noch mal ein paar Busse einsetzen. Dann passt das. Und von den Zügen her hier. Wie sieht's denn da aus? Weil da warten wir auch ganz schön viele. Da gibt's nicht mehr. Zwei Züge. Das ist ein bisschen mehr aufhängt, ne? Hier fehlen Leute. Wie sieht es denn mit der Bildung eigentlich bei uns aus? Wie sieht es bei der Uni aus? Boah, die ist schon gut gefüllt, ne? Die Universität ist schon... darf ich fragen, warum das verschoben wurde? Kann ich dir so nicht beantworten. Da musst du bitte bei... bei Giants nachfragen. Also bei Klaas am besten. Mal Parkplätze werden auch einigermaßen genutzt. Wobei, so viele brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? Guck mal, Parkplätze. Vielleicht eher noch eine Parkanlage vielleicht. Oder wir bauen hier noch eine Parkanlage hin. Warte mal. Ach, ich vergesse mir dieses Energie auszumachen. Nein, das wollte ich nicht abreißen.
abreißen. Was wir noch machen könnten, wäre... Warte mal, ich habe doch hier auch... Ach so, von Dennis hast du die Info bekommen. Ja, ja. Könnt ihr noch zu Zierle? Warte mal, wir haben noch auch hier noch... Kleine Fußballplätze hier noch. Das gehört ja zu dem Gelände dazu. Vielleicht hier noch ein kleiner Parkplatz. Ein paar Trainingsplätze, ne? Weil wir sonst die Teeparty von meinem Hamster verpassen. Ja, nee, ist klar, Jackie. Natürlich, die Tea Party. Ah, guck mal, die machen das echt sauber hier, ne, die Dinger. Guck mal, das heißt, wir setzen mal einen hier hin. Die machen das wirklich sauber hier, guck mal. Das ist ja Wahnsinn. Und irgendwann haben wir wieder ganz sauberen Strand hier und können da auch ein bisschen, ja, drumherum bauen, ne. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Oh, da ist irgendwas kaputt. Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Doch, das Gebäude müssen wir abreißen hier. Wir haben hohen Zuspruch an Gewerbegebieten, ne? Und die Gewerbe könnten wir hier eigentlich auch noch hinsetzen. Die Frage ist, ob das dann auch was bringt, ne? Wir setzen mal hier noch ein bisschen Gewerbegebiete hin. Und hier machen wir auch noch mal ein bisschen... Und hier machen wir nochmal ein Bürogebäude. So. Was haben wir denn hier Schönes? Ach, guck mal. Ist das auf der Agrotechnika das? Nein, nicht das auf der Agrotechnika. Wie ist es aus? Was? Wie sieht es aus mit Totenverbrenner? Stimmt, brauchen wir auch noch, ne? Hier, du meinst ein Krematorium? Oder ein Altersheim? Stimmt, das können wir eigentlich auch mal hier hinbauen. Jo, bauen wir mal hin. Krematorium. Den Totenverbrenner habe ich aber, glaube ich, schon hier irgendwo gebaut. Warte mal. Ich brauche ein paar mehr, ne? Was geht aber eigentlich? Haben wir oben mal noch eins hin. Sehr schön. So, da wird auch noch was gebaut. Das brauchen wir eigentlich nicht. Friedhof. Ah, wie ist eigentlich unsere Friedhofauslastung? Warte mal. Wo haben wir eigentlich den Friedhof, Leute? Friedhöfe. Oh, lieber ein Krankenhaus. Hier haben wir schon ein Krankenhaus. Das ist geil. Ist schon alles hier. Wir könnten natürlich hier große hinbauen, ne? Das wäre natürlich auch eine Idee. Aber wir haben hier Feuerwehr. Wir haben eine Polizeiwache und wir haben eine Arztpraxis. Und aktuell gibt es halt keine Patienten. Ich weiß nicht, warum die nicht rübergehen, aber ja. Friedhöfe werden überbewertet. Also ein schön angelegter Friedhof ist schon... Muss halt, ne? Das muss halt... Das sind Tote, die gehen nirgendwo hin. Ja, ja, aber die müssen halt weggebracht werden, ne? Die müssen halt weggebracht werden. Guck mal hier, das hat sich auch erledigt jetzt hier. Guck mal, die Busse fahren jetzt alle hier und das passt.
Was? Die Achse des Exkrementenmeers? Ja, aber es ist schon gut. Guck mal, es ist schon gut sauber geworden hier, ne? Also, muss man echt sagen, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwann nochmal schön wird hier. So, sitzen wir auch nochmal um hier. Guck mal, ist kaum verschmutzt, ne? Da muss natürlich noch ein bisschen mehr gearbeitet werden, aber alles in allem sieht das schon recht gut aus, oder? Also ich finde das jetzt hier nicht so verkehrt. Das Stadion sieht auch recht nett aus. Haben wir schon mal ein Spiel gespielt? Ne. So, lass uns mal gucken. Was können wir denn noch ausbauen hier? Hier geht natürlich nichts weiter, da auch nicht. Da würde ich jetzt ungern weiterbauen. Aber es ist echt schon eine große Stadt mittlerweile. Wir müssen mal die Gebäude abreißen wegen der Unattraktivität. Da müssen wir ab und zu mal ein bisschen drauf achten, ne? Bisschen zumindest. Wollen wir wieder neue, aber Verkehr haben wir natürlich auch. Leute. Schwierig, ne? Warum haben wir jetzt hier schon wieder ein Verkehrsproblem? Ach, guck mal, wie viele Leute hier lang tingeln. Leute. Ach du Heiland. Moin, DTM Sound. Grüße. Eieieiei. Es wird nicht besser, Leute. Es wird nicht besser. Ich hoffe, der Verkehr ist besser geregelt im neuen City Skylines. Klar, ich sag mal, man muss halt spezielle Sachen beachten, die gebaut werden müssen. Auch von der Infrastruktur her. Hätte ich vielleicht anders lösen können. Aber alles in allem bin ich in meiner ersten Stadt relativ gut zufrieden. Grüzi, Marcel. Genug Power, wir haben im Stadionbereich gebaut. Die Leute kommen hier rechtzeitig hin. Wir machen ordentlich Plus. Könnte vielleicht ein bisschen mehr sein, aber können wir auch noch mal kurz auf die Linie gucken, weil ich glaube nämlich nicht, dass wir jetzt noch so viele Busse brauchen. Aktuell zumindest. 58 Busse. Nee, brauchen wir im Leben nicht mehr, ne? Nee. Lassen das mal so bei 116%. Gucken auch mal die anderen Linien nochmal durch. Das ist mehr als in Ordnung. Passt. Das ist das hier. Okay, zwei Fahrzeugen. Das passt alles soweit, würde ich jetzt behaupten. Das passt alles, Leute. Kriminalität ist auch sehr gering bei uns, ne? Wobei hier müssen wir vielleicht. Mal eben dorthin. Nee, ne? Nee. Leider. Na doch, da. So, hier sollten wir vielleicht noch einen neuen Bereich festlegen, ne? Schub. Kleines Gebiet hier. Vielleicht ein bisschen Recycling einstellen. Können wir später immer noch erweitern, ne? So. Richtlinien. Was brauchen wir denn hier?
Verbot für starken Verkehr. Filter für Industriemüll. Automatische Maut, Industrie 4.0. Neue Technologien verändern sich. Recycling auf jeden Fall. Und das hier. Das lassen wir mal. Sehr gut. Die sterben weg, wie die fliegen. Das ist normal irgendwann. Ab einer gewissen Größe. Wir haben ja 20.000 Einwohner. Irgendwann ist das so. Das lässt sich immer nie aufhalten. Ne? Vielleicht ein paar Bürogebiete noch. Ach, guck mal, wir könnten hier auch noch eins bauen. Müssen wir mal gucken, ne? Aber ich bin mit dem Stadionbereich recht zufrieden. Mehr sterben, als der Zukunft seit das Stadion steht. Nein! Ist doch gar nicht wahr, hör mal. Das ist halt immer so. In gewissen Abständen sterben halt mehr Leute. Aber was mich am meisten stört hier, sind diese Geschichten hier. Dieser enorme Verkehr. Warum gehen die jetzt alle da lang? Stehen bis hier. Warum? Warum nützt nicht die Straße, die du liest? Das verstehe ich wieder nicht. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist absolut sinnfrei. Ich glaube, wir haben wieder das Vorfahrtsproblem, ne? Jo. Aber warum fahren die denn hier hoch? Wo wollen die alle hin? Besitzer, kehrt zurück. Ah, die wohnen da. Okay, lul. Ich verstehe es manchmal echt nicht. Also manchmal ist das echt so ein Buch mit 7 Siegeln, ne? Da trafft man manchmal nicht mit dem Verkehr. Da stellt es eigentlich schon vernünftig ein und es ist irgendwie immer noch nicht. Immer noch nicht. Und du kannst natürlich sagen, der Kreisverkehr hat Vorfahrt. Warum stehen die... Ach, guck mal. Deswegen steht die im Stau wegen den Bussen. Vielleicht sollten wir auf eine Busspur upgraden. Ich glaube, das würde Sinn machen. Ich glaube, das liegt wirklich an den Bussen. Weil die hier ready sind. Das heißt, wenn wir hier so eine Busspur machen, sollte das in der Regel klappen, ne? In der Regel, ne? Ich weiß es nicht. Haben die alten Industriestraßen hier irgendwo? Was ist denn da für eine Straße? Lass mal gucken. Das ist die hier, ne? Breite Allee mit Busspuren. Hui. Wie viele Leute aus der U-Bahn kommen. Da muss ich erstmal einpendeln jetzt hier, ne? Weil die stehen jetzt einmalig hier auf der Busspur. Ich denke, dann wird sich das Problem auch gleich lösen. Guck mal, die hat sich schon aufgelöst. Aber ich glaube, die standen wirklich hier. Die fangen sich gleich wieder, ne? Was? Die B236, Ingo? Ah, ich fühle das nicht, nee. So, guck mal. Jetzt haben wir hier wieder gar keinen Verkehr. Hier ist immer noch Verkehr as fuck. Vielleicht sollten wir hier einfach auch eine Buslinie einführen. Ich glaube, ich baue hier auch eine Buslinie. Also hier eine Busspur.
macht einfach voll Sinn, weil mich in den ganzen Bussen hier hängen bleiben, ne? Guck mal, jetzt haben wir noch eine schöne Allee gebaut hier. Jetzt fahren natürlich alle rüber. Auf kurz oder lang wird sich das vielleicht ein wenig anpassen, ne? So, hier haben wir jetzt natürlich noch die Busse, die da. Es dauert immer ein bisschen, bis sich das einspielt, ne? Hm. Wir brauchen mehr Wohnraum. Aber Wohnraum haben wir eigentlich genug. Was ist das denn hier? Das ist ein Mega-Einkaufszentrum. Okay, das könnten wir vielleicht ersetzen. Warte mal. Mega-Einkaufszentrum könnten wir vielleicht ersetzen durch dicht besiedeltes Gebiet. Das wäre vielleicht eine Idee. Ich weiß nicht, ob das auch geht. Und vielleicht können wir hier noch ein Gebäude hinzimmern, ne? Ja, ein Park, das brauchen wir nicht. Wir könnten hier vielleicht noch irgendwelche Wohndinger hinballern. Und Industrien hast du halt relativ... Weiß ich nicht. Könnten hier trotzdem noch besiedeln lassen, ne? Da nehmen wir jetzt unbedingt nicht. Ich würde hier auch noch einen Park bauen. So einen kleinen süßen Park. Servus, Gernot. Grüße. Warum die hier noch nicht verbunden sind, ne? Wie lange dauert das denn, bis sie wieder verbunden sind, die Strecken hier? Eigentlich ist es ja verbunden. Guck mal, es löst sich langsam auf. Das war eine gute Idee mit der Busspur. Guck mal. Das war eine sehr gute Idee. René, moin. Und hier haben wir so gut wie gar keinen Stau, ne? Der zweite Teil, den habe ich auch schon vorbestellt, ja. Guck mal. Aber hier ist immer noch Stau. Warum ist hier Stau? Ah, ich glaube, ich weiß warum. Ist eine sechsspurige, ne? Fahren ja nicht rüber. Es geht aber auch schon. Es ist schon besser geworden. Wie sieht es jetzt hier oben aus? Lass uns da nochmal gucken. Das war ja hier vorne. Wo war das hier? Jetzt immer noch riesen Stau, ne? Wobei es legt sich langsam. Also sobald die Busse nämlich hier abbiegen auf die Busspur, haben die nämlich freie Fahrt und müssen nicht mehr warten, ne? Und warum wollen die jetzt hier lang? Straße hier erweitern. Reiße ich zwar ein paar Buden ab, aber ist mir egal. Dann haben wir eine Busspur und der Bus fährt dann auf der Busspur. So, guck mal. Ach, guck mal, es geht weiter, Leute. Es geht weiter. Da freuen wir auch schon den DMT-Sound. Ja, ja, das wird richtig gut, der zweite. Guck mal, hier ist auch der Stau weg. Das jetzt immer noch nicht hier funktioniert, verstehe ich auch nicht. Aber es müsste eigentlich passen. Ich habe ja nur die Straße geändert. Manchmal braucht es auch ein bisschen, bis es ankommt. Guck mal, so Verschmutzung hier, die ist schon... Die ist schon fast weg, ne? Aber nur fast. Aber guck mal hier. Das sieht doch fast gut aus. Guck mal, können wir hier schon drüber packen? Das hier, ja, muss ein bisschen mehr angepackt werden. Hier können wir auch nochmal rüberballern.
die Dinger schieben wir mal hier so. Das heißt, da haben wir auch fast alles fertig, ne? Das ist nur geschrieben irgendwo. Mit dem Verkehr meinst du? Ja, habe ich auch gespannt, ja. Der kleine ganz schöne Kacke. Nö, wir haben ja schon hier Wasseraufbereitungsanlagen gebaut, ne? Das wird alles schon gefiltert. Nee. Das sah vorher viel schlimmer aus. Da war alles voll hier, Fry. Da war alles voll. Das geht jetzt mittlerweile schon. Das ist relativ human geworden. Außer der Verkehr hier oben. Der immer noch nicht human ist. Und hier ist auch mal noch massig Verkehr. Ach, guck mal, es ist immer wegen den Bussen, ne? Es ist immer wegen den Bussen, teilweise. Ach, ey. Mann. Schön. So. Lassen wir noch ein paar Impressionen laufen hier. Wahrscheinlich, vielleicht. Könnte sein. Was, die Züge haben Stau? Oh. Oh. Ist ja voll, ne? Gut. Vielleicht sollte man doch vielleicht, wie ihr gesagt habt, den hier und den hier nicht verbinden. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, ne? Upsi. Da fahren so ein paar Leute mit, ne? So. 12. So. Das meintet ihr wahrscheinlich deswegen, ne? Gut, dann müssen wir nochmal ausbauen irgendwie. Kann man die Dinger ausbauen? Nee, ne? Oder ich muss mir mal ein paar Mods runterladen dafür. Guck mal, hier U-Bahn fahren auch massive Leute. Ja, war ein großes Upsi. Naja, was willst du machen, ne? Aber ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall. Also, mir gefällt das. Das Game, und ich bin da wirklich gespannt auf den zweiten Teil. Das wird richtig gut. Wir müssen die umleiten, die anderen, ne? Ja, da fahren jetzt 5, 6 Züge mal lang und dann passt das auf jeden Fall soweit.